Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier im Fernsehen, live in der tiefen Nacht, hier im Fernsehen und im Radio, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Meine ersten Gesprächspartner heute Nacht sind Laura, 26 Jahre, und Michael ist irgendwie auch noch da, 41 Jahre. Vermutlich habe ich jetzt erst die Laura dran, stimmt das? Ja, hier ist die Laura, hallo. Ja, hallo Laura. Aber der Michael ist nicht 21, sondern 41. Habe ich 21 gesagt? Ich meinte ja. 41, ja, Entschuldigung, 41. Ja, um was geht's? Mein Thema ist, wir leben in einer Beziehung zu dritt. Aha. Das heißt... Wer ist der oder die Dritte? Die Dritte ist meine Freundin, die Elena. Das ist so, wir leben 3 Jahre zusammen, mein Mann und ich. Wir sind verheiratet seit 2 Jahren, der Michael und ich. Ja. Und ich hatte vorher schon eben halt die Neigung zu Frauen. Ich wollte eigentlich gar keine Männer mehr haben und hatte mich eigentlich schon zum Geschlecht der Frauen mehr oder minder entschieden. Aha. Bis mir dann mein Mann über den Weg gelaufen ist und mir dann doch mal gezeigt worden ist, dass es nicht so ist, dass bei allen Männern so ist, dass der Sex keinen Spaß macht. Mit meinem Mann macht er Spaß, aber nur mit meinem. Und ja, ich kann auf die Neigung eben halt nicht verzichten, auch den Sex mit Frauen zu haben. Aber in der heutigen Zeit, Thema Aids, ist es natürlich gerade bei Frauen so eine Geschichte. Ich meine, beim Mann kann man einen Gummi benutzen, bei einer Frau nicht. Und von daher habe ich schon eine feste Beziehung zu einer Frau gesucht. Und dann habe ich die Elena kennengelernt. Ja, und seit kurzem leben wir dann auch zu dritt zusammen. Also eine richtige Dreier-Ehe quasi. Ja, mehr oder minder. Keine richtige Ehe, aber ihr lebt in einem festen Verbund miteinander. Richtig, ganz genau. In einer Wohnung auch. In einem Haus, richtig. In einem Haus. In einem Haus, richtig. Ja. Wie lange geht das jetzt schon zu dritt? Seit einem halben Jahr. Und seit einem halben Jahr wohnt Elena auch da im Haus? Sie wohnt auch bei uns, richtig. Und wie läuft es zu dritt? Eigentlich sehr, sehr gut. Klar, es gibt sicher irgendwo kleine Diskrepanzen und man muss sich aneinander raufen. Ich meine, drei Menschen unter einem Hut zu kriegen. Ja. Wenn zwei Menschen einen gewissen Lebensablauf haben und einen gewissen, ja, sagen wir mal, Lebensablauf, morgens aufstehen, lange schlafen oder je nachdem, da muss man sich schon aneinander reiben. Aber das funktioniert, wenn man das möchte. Stichwort Schlafen. Schlaft ihr auch alle drei in einem Raum zusammen? Wir schlafen auch alle drei zusammen in einem Raum, in einem Bett, richtig. Wie süß. Und ihr habt auch zu dritt dann, so habe ich das verstanden, auch dann pflegt ihr eine Sexualität zu dritt. Wir haben auch zu dritt Sex, wobei ich sagen muss, also den Verkehr, den übe ich eben halt nur mit meinem Mann aus. Ja. Und mein Mann hat auch keine Lust unbedingt jetzt mit der Elena zu schlafen, wobei die Elena auch mehr auf Frauen steht. Mhm. Aber wir machen das auch eben halt zu dritt. Wir mögen den SM-Bereich, den leben wir zu dritt aus. Ich meine, das macht auch zu dritt mehr Spaß. Ja. 6 Hände können mehr als 4. Ja. Und ich lebe das auch beruflich aus. Ich arbeite als Domina und mein Mann, der baut SM-Möbel. Von daher ist das alles miteinander verbunden und man hat den Spaß. So. Und Elena macht die Buchhaltung, oder was? Ja, die Buchhaltung nicht unbedingt, aber... Aber, um es nochmal klarzustellen, es gibt auch sexuelle Handlungen, sage ich es jetzt mal so relativ neutral, zwischen Michael und Elena. Das gibt's auch. Richtig. Nicht so ganz knallhart, aber es gibt keine klare Linie oder keine Barriere dazwischen. Es ist auch mal so, dass wir zum Beispiel mal den Michael festbinden und er mal die passive Rolle ausgibt, wobei er doch eher der dominante Teil ist. Aber wir haben jetzt eben halt noch Lust, uns eine Transe zu suchen, weil der Michael, ich muss sagen, wir haben einen großen Freundeskreis, auch sehr viele Schwule und Lesben uns im Freundeskreis und er hat eben halt mal Bock, was mit dem Mann auszubieten. Ja, aber das ist dann nur so die Experimentierschiene. Ihr wollt nicht auch noch jemanden in eure Wohnung mitnehmen, Nein, ins Haus. Nein, um Gottes Willen, das eben halt nur zum sexuellen also, Teil. Also, ich bin ja immer sehr begeistert, wenn ich so etwas höre, weil es... Man hört so selten davon. Es ist ja auch schwer. Es ist ja schon sehr schwierig, dass zwei Leute sich finden und dass die miteinander können. Und dass dann drei Leute sich finden und miteinander können, ist ein Ausnahmefall. Also aber ich finde solche Modelle toll und finde das auch klasse. Funktioniert es denn bei euch auch richtig so im Alltag?
Also ich muss sagen, wir haben da eigentlich keinerlei Probleme. Gut, am Anfang gab es sicherlich kleine Probleme. Die Elena, muss ich sagen, die ist momentan für 12 Wochen in Therapie, die ist bulimiekrank. Mhm. Und ich habe sie auch mit der Krankheit kennengelernt. Ja. Und ich liebe sie einfach und ich liebe zwei Menschen, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. So, und jetzt gibst du mir mal bitte eben den Michael, ja, Laura. Wir reden gerne gleich nochmal kurz alles miteinander. Klar, ich weiß nicht, bis gleich, ja. Schönen guten Morgen. Hallo Michael. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde das ja eine tolle Sache, wenn Menschen so etwas gelingt. So ein ganz anderes Modell des Zusammenlebens und auch der Sexualität zu leben. Ist aber selten. Zumindest hört man wenig davon. Wie ist das denn nun bei dir? Würdest du auch sagen, du liebst beide Frauen? Nein. Das nicht? Nein, definitiv nicht. Du liebst deine Frau, die Laura? Ich liebe wirklich nur meine Frau. Ja. Ich meine, es ist eine Sache, natürlich erregt es mich ganz klar, logisch. Mhm. Ich meine, es ist eine schöne Sache. Ich meine, ich bin 41, Elena 24, Laura 26. Ja. Also ich glaube, ich kann es Gott nicht beschweren, aber lieben tue ich wirklich nur die Laura. Also ich habe diesbezüglich, ich habe die Elena gerne, aber ansonsten noch keine weiteren Gefühle. Gut, das ist dann das Sexuelle. Aber ich dachte jetzt, dass das alles gleichberechtigt ist von allen Seiten. Das ist ja dann nicht der Fall, wie du gerade beschrieben hast. Macht dich das denn nicht doch vielleicht ab und zu mal ein bisschen eifersüchtig, wenn deine Frau Laura sagt, ich liebe diese Frau genauso wie ich den Michael liebe? Nee, ich glaube, das ist noch auf einer anderen Ebene. Mhm. Und deswegen, ich habe damit wirklich gar kein Problem. Ne? Überhaupt gar nicht. Die Laura hat vorhin so erzählt, dass sie nicht auf eine Frau verzichten möchte, da sie auch eher so lesbisch orientiert ist oder bisexuell orientiert ist. Ja. Hat sie dir auch so ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, also wenn ich das nicht machen kann mit der Frau, dann können wir beide auch nicht zusammen sein? Sagen wir mal so, so eine Situation gab es. Ganz am Anfang, sie hat mir von Anfang an erzählt, natürlich als man sich kennengelernt hat, mein Gott, ich denke, ich habe das Paradies auf Erden gefunden, weil sowas sucht eigentlich irgendwo jedermann, würde ich sagen. Und habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Ja, dann kam irgendwann eine Situation, wo ich da so nicht mit einverstanden war. Da war aber, weil mir die Frau damals nicht gefiel, war eine andere. Und jetzt ist eben halt, bei dieser Konstellation, die wir jetzt haben, passt es. Ne? Ja. Also wir kommen alle drei gut miteinander aus. Ja. Wir sind so alle auf einem Level, würde ich sagen. Das heißt, das ist wirklich eine ganz freiwillige Sache von deiner Seite auch? Und, ja, richtig. Würdest du sagen, das ist eine optimale Lebensform, die ihr da praktiziert im Moment? Ich glaube, es ist eine schwere Lebensform, die sehr, sehr wenige Menschen überhaupt praktizieren können. Glaube ich auch. Da muss man, glaube ich, wahnsinnig tolerant sein. Ja. Und man muss eben auch sehr... Und sehr experimentierfreudig. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und ich glaube, dass man diese Toleranz und diese Experimentierfreudigkeit eben bis hin in den ganz profanen Alltag ziehen muss. Ne? Richtig. Da geht es dann nicht nur um die Sexualität und um die großen Sachen, sondern um, wer kauft ein, wie organisieren wir das Haus. Wer macht sauber, richtig. Also Sachen. Ne? Auch da sind wir ganz gleichberechtigt. Auch ich bin derjenige, der den Scheuerlappen in der Hand nimmt oder wie auch immer. Weil wenn ich alleine leben würde, müsste ich es auch tun. Natürlich. So. Ich glaube sogar, ich bin die bessere Hausfrau als manch andere. Ja, nun seid ihr noch nicht so sehr lange zu dritt zusammen und habt vielleicht noch keine Erfahrung gemacht. Wie ist denn das beispielsweise so Thema Urlaub? Werdet ihr oder habt ihr schon auch zusammen dann ganz normal dann zu dritt in Urlaub fahren? Nein, eigentlich, aber wir haben eigentlich so jetzt mal relativ viel Freizeit. Mhm. Und der Urlaub, wir haben jetzt erstmal das Häuslein hier bezogen und. Urlaub steht demnächst sowieso nicht an. Ja. Außerdem haben wir einen wunderbaren Garten. Und wir werden, sag mal, Urlaub im Garten machen. Ja, ist auch schön. Ja, sowieso nicht und weiß nicht, nächstes Jahr, wenn es dann anstehen sollte. Naja, da machen wir uns immer noch Gedanken, es ist noch früh genug. Ne? Ja. Also für dich schon mal alles Gute für dieses Modell, für dieses Lebensmodell, Lebenszusammenleben-Modell. Und du gibst mir bitte die Laura nochmal, Michael. Ja, mach ich. Tschüss. Na, sag schon mal tschüss. Ja, hallo. Laura, die Elena ist im Moment in der Klinik, sagst du? Richtig, ganz genau. Besucht ihr sie denn auch so gemeinsam? Ist das auch so fast wie so eine Familie, dass man sich dann gemeinsam um sie kümmert? Es ist so, dass sie die ersten 2 Wochen erstmal gar keinen Besuch empfangen durfte, weil sie dann eben halt erstmal mit anderen Konflikten aus der Vergangenheit gar nicht konfrontiert werden sollte und erstmal sich auf das Umfeld konzentrieren sollte. Ja. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, sie am Wochenende besuchen zu fahren und da werden wir auf jeden Fall hinfahren und sie besuchen. Was sagen denn so eure Leute im Umfeld, also Verwandte, Eltern, enge Freunde, kriegen die das überhaupt mit?
Ja, ich sag mal so, ich habe eigentlich immer so ein verdecktes Leben zu meinen Eltern geführt, da ich aus ziemlich gutem Elternhaus komme und meine Eltern gar nicht mit dem Job klarkommen, den ich mache, weil ich muss dabei sagen, ich habe früher auch ganz normal eben halt als Prostituierte gearbeitet und eben halt nicht den SM-Bereich nur gemacht. Ne? Und da kommen die gar nicht so toll mit klar. Und dann hat mein Mann auch noch lange Haare, das Klischee-Denken, das ist nicht so schön, aber ich sag immer, ganz so zwei Menschen. Wichtig ist, dass zwei Menschen sich gefunden haben, zueinander stehen und wissen, dass sie sich lieben. Und das ist das Wichtigste. Das wissen meine Eltern, die halten zusammen und so halte ich mit meinem Mann zusammen. Ah, das heißt, die Eltern wissen das gar nicht, dass ihr zu dritt lebt? Meine Eltern wissen schon, dass wir zu dritt leben. Die finden das natürlich nicht so prickelnd, aber naja. Und die wissen auch, dass ihr mit allem drum und dran da zu dritt lebt? Ganz genau. Ah, ja. Ich bin da eigentlich ein Mensch, der dann ziemlich, ja, vielleicht auch bei manchen Menschen mit anstößt, aber entweder mag mich jemand so, wie ich bin und ich muss mich nicht verstellen. Laura, dann wünsche ich dir auch alles Gute für euer Modell, was ihr da praktiziert. Und grüß Elena herzlich von mir und das gute Besserung. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und habt ein gutes Leben. Ich wünsche, dass ihr das so lange wie möglich durchziehen könnt. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Laura. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Morgen haben wir ein festes Thema. Da heißt das Thema XY ungelöst. Es geht um Verbrechen und um Kriminalfälle, die nicht gelöst sind, wo alles noch offen ist. Vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Das ist unser Thema morgen. Heute freie Themennacht. Jetzt geht's weiter mit Sebastian. Und Sebastian ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, Sebastian. Dein Thema? Mein Thema ist, ich trage gerne Windeln. Du trägst gerne Windeln? Ja. Seit wann schon? Seit schon 11 Jahren. Seit 11 Jahren? Also als Kind quasi hat das angefangen? Nee. Das hat angefangen, wo ich war in einem Krankenhaus. Und weil ich Probleme mit dem Flaschen reinpinkeln gehabt habe, da. Was hast du womit Probleme gehabt? Ich habe eine Gehirnerschütterung gehabt. Mhm. Und da, ich durfte nicht aufstehen. Ja. Und dadurch habe ich immer ins Bett gemacht und irgendwann hat es den Schwestern gereicht und da haben sie mir Windel verpasst. Da warst du so ungefähr 10 Jahre alt. Ja. Und da hast du gemerkt, Mensch, das ist nicht nur praktisch, sondern das gefällt mir irgendwie auch. Ja. Was hat dir daran gefallen? Irgendwie das Reinmachen in die Windel. Mhm. So, dann bist du ja irgendwann aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ja. War wieder alles in Ordnung und du konntest auch wieder zur Toilette gehen. Ja. Warst aber noch sehr jung, 10 Jahre, wie gesagt. Ja. Wie hast du das denn dann weiter praktiziert oder wann ging es dann weiter? Dann war mal 5 Jahre Pause. Ja. Und dann ging's auf einmal habe ich wieder Lust bekommen. Ja. Und dann ist es halt wieder losgegangen. Und woher hast du die Windel dann bekommen? Apotheken. Bist du dann ganz mutig mit 15 Jahren in eine Apotheke gegangen und hast gesagt, ich will. Kauft man da Erwachsenenwindeln oder? Ja, muss man doch. Ne? Ja. Was bedeutet das für dich, wenn du heute so eine Windel trägst? Was ist das für ein Gefühl? Ich kann es irgendwie nicht erklären, das ist irgendwie, weil es Spaß macht, einerseits, aber auch einerseits irgendwie ist es. Ich sag, das ist wie beim Raucher. Wenn der Raucher Zigaretten hat, dann ist er glücklich. Es ist aber, ich vermute mal, immer auch damit verbunden, dass es dich sexuell erregt, oder? Ja, ab und zu. Ach, nicht immer? Nee. Nicht immer. Trägst du denn, wie oft am Tag oder zu welchen Zeiten trägst du Windeln? Vielleicht 3-mal in der Woche. 3-mal in der Woche. Trägst du die dann zu Hause oder gehst du damit auch raus? In die Stadt meistens, weil. Bitte? In die Stadt meistens. In die Stadt. Was machst denn du so im Leben? 21 Jahre alt? Hast du einen Job? Arbeitslos. Ah ja. Also du gehst da mit der Windel, ziehst die Windel an, Hose drüber, Jeans drüber oder weiß ich was und gehst in die Stadt. Ja. Was ist da toll dran, mit diesen Windeln in die Stadt zu gehen? Ich kann's nicht sagen, was da so toll dran ist. Versuch's mal zu erklären, weil all die Menschen, die das natürlich nicht praktizieren, die können das sehr schlecht nachvollziehen. Ich meine Person eingeschlossen. Ich denke, das ist alles wegen dem Krankenhausaufenthalt entstanden. Das schätze ich mal, dass das daherkommt. Ja gut, das ist klar, das habe ich verstanden. Und
eine große Leidenschaft von mir. Ich weiß nicht warum. Jetzt gehst du raus in die Stadt und hast die Windeln an. Ja. Gehst du ganz normal einkaufen? Sitzt du in einem Café? Nee, meistens versuche ich auch in die Windel was reinzumachen. Während du unterwegs bist? Ja. Mhm. Was Kleines? Nee, beides. Beides. Mhm. Mhm. Ja, und dann gehe ich in einen Wickelraum. Wenn gerade eine drin ist, dann frage ich sie, ob sie mich wickeln kann und so. Was? Du gehst ja in den Wickelraum für Kinder? Ja. Wie, da wickelt dich eine Frau, eine normale erwachsene Frau, wickelt dich da? Ab und zu, nicht oft, aber. Das kann ich nicht glauben. Oder im Pflegeheim. Bitte? Oder in so Pflegeheim, Altenheim. Da gehst du dann rein und sagst dir, bitte machen Sie das mal? Ja. Halten die Leute dich nicht für bescheuert? Ich erzähle ihnen halt, dass sie das von Geburt an hat. Ach so, du gaukelst dann eine Krankheit vor. Ja, aber das ist, darum habe ich ja heute angerufen, weil das jetzt schon eine Zucht ist, weil... Ja, hör mal, jetzt muss ich nochmal fragen, weil das kann ich gar nicht richtig glauben. Du bist äußerlich so ein normaler, gesunder junger Mann. Ja. Du kannst alles bewegen, kannst gehen und also ganz normal alles. Ja. Ja. So, jetzt gehst du in eine Wickelstation, in ein Kaufhaus oder so. Ja. Und da ist eine Mutter mit ihrem kleinen Baby. Ja, aber das habe ich seit 3 Jahren schon immer erlebt, dass das eine macht, aber... Aber es ist tatsächlich schon passiert, dass eine Frau das gemacht hat? Ja. Weil du gesagt hast, hier, ich bin krank und ich... Ja, das sollte man zwar nicht machen, so lügen, aber ich weiß nicht, das war irgendwie süchtig. Ja, ja. Ich frage deshalb so intensiv nach, weil mir das so sehr befremdlich ist, dass eine Frau das macht. Vor allen Dingen, wenn du so gesund wirkst, dann könnte dir ja sagen, okay, wechseln Sie Ihre Windeln selbst. Ja, aber es gibt manche. Ich schaue auch ein bisschen jünger aus, als ich gut normal bin. Also ich würde es dir mal glauben, dass das schon mal passiert ist. Aber das ist dann doch eher die Seltenheit. Ja. Ja. Hast du Freunde oder eine Freundin? Nee. Das nicht. Hast du schon mal gehabt? Ja. Aber wie? Ich kann es schlecht erklären, weil ich habe zwar Freundin schon gehabt, aber die hat es dann irgendwie rausgefunden und dann war... Ach so. Und da war Schluss. Ja. Mhm. Jetzt erklär mir doch bitte mal noch zusätzlich, was das Sexuelle daran ist. Worin der sexuelle Reiz besteht für dich? Der sexuelle Reiz, der ist nicht immer da. Sag ich mal so. Ja. Aber wenn er da ist, wie entsteht er? Durch was wird er ausgelöst? Entweder wenn die Windel warm ist oder so, mhm, wenn ich halt reingepinkelt habe, dann... Mhm. Und das hat dann zur Folge, dass du dann auch onanierst, oder? Ja. Ja? Mit der Windel? Ja. Mhm. Jetzt hast du dich bei mir gemeldet und hast ein paar Mal gerade schon gesagt, das ist wie eine Sucht. Ja. Und du wirkst ja nicht gerade sehr entspannt und auch alles andere als zufrieden oder glücklich mit all dem, was da passiert. Ja, das Problem ist, ich rufe an und meine Eltern, die haben mich schon zwar einmal erwischt, mhm, aber sie wollen von der Sache nichts mehr wissen und nichts mehr hören. Ja. Und wenn sie jetzt wissen, dass ich jetzt bei dir anrufe und so, ja, dann fängt das ganze Theater wieder von vorn an. Aber dennoch hast du angerufen hier? Ja. Du willst, dass das Theater von vorn an anfängt? Nee, eher nicht. Ich will endlich, dass es aufhört, weil ich will endlich von der Sucht wegkommen, weil, weißt du, mit einer 21, da geht man ins Arbeitsleben rein und dann kommt das schon ein bisschen schlecht. Ja, natürlich. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast nicht nur keine Freundin, sondern auch keine Freundin, ne? Also kein Freundeskreis. Du lebst eigentlich ziemlich einsam und sehr alleine. Halt meine Geschwister. Naja, lebst du noch die bei... Die wissen auch nichts. Ja. Lebst du denn noch bei deinen Eltern in der Wohnung und ja, im Haus? Ah ja, ah ja. Dann ist es ja auch besonders schwer, vermutlich das alles geheim zu halten. Ja. Naja, man hat dich auch schon mal erwischt, wie du gerade gesagt hast. Sebastian, so wie du das jetzt gerade alles geschildert hast, finde ich auch, dass das alles hochbedenklich klingt. Und dass da eine ganze Menge nicht in Ordnung ist bei dir. Ja.
Und dass du dich dadurch ja auch sehr ins Abseits schon manövriert hast. Sehr in, eine in ein einsames Leben mit 21. Ja, ich hoffe, dass nicht so viele von Augsburg zuhören. Ja. Weil ich bin bei den Ministranten und so, und dass die, ja, dass die jetzt nicht alle das erfahren, was ich da... Ich finde, um es ganz kurz zu machen, um ganz klar zu sagen, dass du super dringend, aber wirklich super dringend, Sebastian, zu einem Psychotherapeuten musst. Ja. Du musst in eine psychologische Behandlung. Weil vermutlich ganz viele Sachen daran hängen und dahinter stecken, warum das alles so ist bei dir, wie es ist. Ich glaube auch, dass das mit einer sexuellen Affinität gar nichts mehr zu tun hat, sondern das ist ein Ausdruck von einer seelischen Störung und einer seelischen Irritation, in der du lebst. Ja, und ich glaube, das war vernünftig, dass ich heute hier angerufen habe. Ja, weißt du, was nämlich noch vernünftiger ist? Was? Wenn du jetzt gleich mit meinem Psychologen weitersprichst, ja, und der dir in deiner Gegend, in der Nähe deiner Stadt oder in deiner Stadt ein paar gute entsprechende Anlaufstellen sagt, wo du dich hinwenden kannst und zu wem du gehen kannst. Ja. Bist du denn bereit dazu, dich auch jemandem zu öffnen und zu einem Psychologen zu gehen und zu sagen, klar, hier, so ist es? Klar. Bist du? Ja. Gut, dann war das vielleicht der erste Schritt heute Nacht hier. Ja. Hm? Sebastian, du legst bitte jetzt auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, eine Frage, könnt ihr noch ein Autogramm haben? Ja, du kannst gleich dem Peter deine Anschrift geben und dann schicke ich dir ein Autogramm. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Wiederhören. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse 1livedomian.at@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. 1live.domian@wdr.de. So, jetzt habe ich an der Strippe die Kerstin. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ja, du bist 22 Jahre alt. Genau, ja. Und weswegen rufst du an? Ich rufe an, also mein Thema ist die Todesstrafe. Ja. Und ich habe eine Brieffreundschaft mit jemandem, der in Texas im Todestrakt sitzt. Und was an und für sich schon ein sehr belastendes Thema für mich halt auch ist, weil da halt persönliche Kontakte geknüpft worden sind und halt auch wirklich eine Freundschaft entstanden ist. Mhm. Weswegen und sitzt er im Knast? Weswegen ist er zum Tode verurteilt? Ja, wegen Mord. Mhm. Was ist da passiert? Weißt du das? Ja, also er ist groß geworden in dem Elternhaus. Mhm. Die Eltern haben damals das Haus dann vermietet, mhm, und die sind ausgezogen und sein Cousin hatte sich Jahre vorher in diesem Haus umgebracht. Mhm. Und er ist halt von seinem Vater sehr misshandelt worden. Dein Brieffreund? Ja, mhm, und hat also grundsätzlich eine sehr traurige Kindheit hinter sich. Okay, erstmal keine Erklärung von der Kindheit, sondern erzähl einfach mal die Tat. Ja, und dann ist er in dieses Haus eingebrochen. Ja. Um sich dort umzubringen. Ja. Und ist von den neuen Mietern, die dort in dem Haus gewohnt haben, er wusste nicht, dass die da sind, mhm, überrascht worden. Und wie das in den USA so ist, da hat so gut wie jeder eine Knarre. Ja. Und ja, er war halt auch zugedröhnt mit LSD und Alkohol und war selber auch bewaffnet und die Leute, die in dem Haus gewohnt haben, auch. Und er war derjenige, der zuerst geschossen hat. Und das endete dann tödlich? Das endete tödlich und für damit... Für einen Menschen oder mehrere Menschen? Für beide. Für beide, die im Haus wohnten? Die in dem Haus wohnten, ja. Das heißt also, dein Brieffreund hat zwei Menschen getötet? Ja. Ja. Bekennt er sich zu der Tat? Ja. Ja. Wie steht er zu der Tat? Bereut er es oder versucht er es auch irgendwie zu erklären oder zu relativieren? Er bereut es sehr. Mhm. Es tut ihm sehr leid. Er denkt da jeden Tag dran. Er hat Reue. Wo man auch sagen muss, das ist ja wie bei kleinen Kindern, wenn man kleine Kinder für etwas zu hart bestraft, dann verfallen natürlich auch in Selbstmitleid.
Und das ist da natürlich auch der Fall. Also es ist etwas, also er sagt selber, dass er mit 40 Jahren zum Beispiel, damit hätte er sich zufrieden gegeben. Das wäre etwas, was er akzeptieren könnte. Aber dafür sterben zu müssen, nicht. Wie alt ist er eigentlich? Er ist jetzt 23, ist mit 17 Jahren zum Tode verurteilt worden. 23. Wann soll das Urteil vollstreckt werden? Das ist so noch nicht ganz klar. Also da laufen jetzt auch noch verschiedene Appeals, also Anhörungen zu seinem Fall. Was, naja, ich meine, Texas ist halt... Die Heimat von Herrn Bush, ne? Unserem humanen amerikanischen Präsidenten. Ja, der Kämpfer für die Menschenrechte im Irak, dass ich nicht lache. Und grundsätzlich ist dort die Zeit so an die 10 Jahre. Dass die Leute warten müssen auf die Fall. Das ist ja unglaublich, ne? Das ist ja unvorstellbar, was diese Leute dann für ein Martyrium durchmachen. Das Schlimme daran ist, dass diese Menschen nicht nur zum Tode verurteilt werden, sondern zu bis dahin halt lebenslanger Folter. Da laufen ganz schlimme Sachen von Dunkelhaft bis, also das fängt schon beim Essen an, das ist, die kriegen Portionen für 3-jährige Kinder, also die sind nie satt, nie. Die kriegen verunreinigtes Essen, wo die Wardens, die da arbeiten, vorher reingepinkelt haben. Gibt es da eigentlich auch Publikationen von Amnesty International darüber? Weißt du das? Ja, es gibt viele Organisationen, die sich dafür einsetzen. Bisher ohne großen Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Die Amerikaner entziehen sich auch jeglicher Kritik. Von außen, ne? Das ist ja. Ja, also wenn ich zum Beispiel, also ich bin auch in einem amerikanischen Internetboard zu dem Thema. Ja. Und wenn ich als Deutsche dazu was sage, dann kriege ich halt grundsätzlich gesagt, wir haben Millionen von Juden vergast, also haben wir dazu gar nichts zu sagen. Das ist so das Hauptargument. Und ansonsten ist es so, dass in Amerika quasi gesagt wird, ohne Tod keine Reue. Das heißt, wer sich nicht sogar noch freiwillig hinrichten lässt, ist jemand, der auch nicht bereut. Und die Stimmen in Amerika sind sehr leise, die halt... Gegen die Todesstrafe sind, ja. Aber die gibt es auch, das muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da wollte ich auch nochmal sagen, und zwar fängt halt morgen im Kino der Film Das Leben des David Gale an. Der behandelt die Todesstrafe. Ja. Und ich habe ihn schon gesehen, also auf Englisch. Und kannst du ihn nur empfehlen? Es ist nicht alles ganz der Realität nah, die Realität ist noch viel schlimmer, aber Kerstin, es ist auf jeden Fall bewegend. Ja, es gibt ja auch viele, viele Filme, die im Fernsehen auch schon gelaufen sind, die wirklich ergreifend sind über solche Fälle, wo hier Leute dann auch, und das ist passiert ja nun immer und immer wieder, die hingerichtet werden, die unschuldig sind. Ne? Ja. Wo es im Nachhinein rauskommt, dass sie unschuldig sind. Sag mir mal eben kurz nochmal, wie ist dieser Kontakt entstanden zu diesem Häftling? Dieser Kontakt ist an und für sich über eine Freundin entstanden, die halt mit einem Todesstrafeninsassen verheiratet ist. Und eine Deutsche? Ja. Mit einem, wie ist das denn? Das ist aber kurios. Das ist gar nicht so kurios, das passiert eigentlich relativ häufig, muss man sagen. Aber die haben sich doch nie gesehen? Doch. Also natürlich, man fliegt ja auch rüber und besucht die. Ach, man darf sie besuchen? Na, ich weiß ja gar nicht, wie streng das ist, dass man die überhaupt besuchen darf. Ja, man darf sie schon besuchen, das ist natürlich ja da von Bundesstaat zu Bundesstaat anders. Es gibt auch Contact Visits, das heißt, dass man sich auch berühren darf und umarmen darf. Wie oft hast du denn deinen Häftling, sag ich jetzt mal, deinen Knack hier schon gesehen? Noch gar nicht. Wir sehen uns jetzt bald das erste Mal. Achso, du planst runterzufliegen? Ja. Ah ja, wie aufregend. Ja. Wie aufregend. Doch, also das wird sicherlich aufregend. Und wie lange insgesamt läuft jetzt dieser Kontakt schon, dieser Briefkontakt? Anderthalb Jahre. Nun hat dieser Mann ja, da müssen wir ja gar nicht drum reden und da wollen wir auch nicht in Mitleid verfallen, der hat etwas sehr Schlimmes getan. Ja. Der hat eine Familie ausgelöscht. Das ist auch so, da wollen wir gar nicht jetzt bei allem Mitleid und aller Kritik an der Todesstrafe, wollen wir das nicht vergessen. Ne? So, grundsätzlich, meine Frage an dich, was wäre denn für dich jetzt, einfach mal, ich frage dich jetzt auch ich frage dich auch laienhaft, einfach so aus deinem Gefühl heraus, was wäre die richtige Strafe, deiner Auffassung nach? Meiner Auffassung nach,
Also ich kann jetzt nicht grundsätzlich das Patentrezept gegen die Todesstrafe liefern. In dem Fall wäre für mich, wäre etwas, wo ich sagen würde, das wäre gerechtfertigt. Man muss bedenken, er war 17, man muss bedenken, er stand unter LSD, man muss bedenken, es war nicht geplant. Ja? Okay, sag mal, wie hoch die Strafe hätte sein sollen? 30 Jahre. Mhm. Ja. 30 Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja, und ja. Gerade dort in den USA ist es nochmal, es ist ja nicht so wie in deutschen Gefängnissen. Da herrschen ja ganz andere Zustände und 30 Jahre ist die Hölle. Mhm. Und, wenn du jetzt runterfährst, ja? in ein paar Wochen, wie wird das abgehen? Wirst du mit ihm alleine sein in einem Raum oder sind da irgendwelche Wärter dabei? Wie lange kannst du ihn sehen? Also dadurch, dass ich halt overseas komme, kann man, also für Leute, die von weiter weg kommen, gibt es dann spezielle Besuchszeiten. Da kann man sich dann zweimal hintereinander für 6 Stunden sehen. Ja. Wird man da belauscht, wenn man da miteinander redet? Belauscht nicht unbedingt, aber es sind auf jeden Fall Leute da, die das beobachten. Man sitzt hinter Glasscheiben, also man berührt sich nicht. Ach so. Das ist natürlich auch noch wieder eine Barriere, ne? Wenn man eine Glasscheibe davor hat. Ja. Wie mit Telefonhörer. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als das, was wir jetzt machen. Ich sehe dich und habe einen Hörer in der Hand. Ja, aber ich sehe dich ja nicht. Also ist es dann schon ein weiterer Fortschritt. Du hast ein Foto schon von ihm gesehen? Ja, viele. Ja, ja. Könnte das bei dir auch so weit gehen, dass du dich in ihn verliebst? Nein. Das nicht? Nein. Was ist deine Motivation, das zu tun? Ich meine, das ist ja doch auch Engagement, das ist Geld, das ist Kraft. Zeit. Viel Geld, ja, weil man schickt ja jetzt nicht nur die Briefmarken und so, sondern also ich schicke ja auch regelmäßig Geld runter, damit er ab und zu mal satt ins Bett gehen kann. Ja. Weil die müssen sich sogar Zahnpasta und Zahnbürste selber kaufen. Die kriegen nichts gestellt. Das Geld kriegt er dann aber auch. Das wird nicht irgendwie abgesondert. Das kriegt er. Das kann ich hier auch nachvollziehen. Und wenn es nicht angekommen ist, dann kann ich über die Bank nachvollziehen, wer es abgehoben hat. Also wo ist die Motivation? Was ist das? Die Motivation, die Motivation war an und für sich, dass als ich mich damit beschäftigt habe und gelesen habe, wie die Umstände dort sind und wie die Haftbedingungen sind, dass ich einfach nur noch weinen musste. Mhm. Also ich war unheimlich ergriffen und berührt und habe mir dann einfach gedacht, dass ich wenigstens jemanden das Leben dort ein kleines bisschen leichter machen kann. Also ein humanitäres Engagement ist das. Ja. So kann man das sagen, ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe hohen Respekt davor. Und ich glaube, dass man den Menschen in all dem Elend, in dem die leben, ein wenig helfen kann damit. Ein wenig. Auf jeden Fall. Eine Stütze ist man schon. Ja, also er sagt halt auch, dass es ihm ja besser geht seitdem, weil er halt ansatzweise jemanden hat, den er sich anvertrauen kann und auch jemand da ist, der nicht nur durch Hass, also der ist ja seit Jahren kriegt der nur noch gesagt, du bist kein Mensch mehr, du bist schon tot. Ja, ja. Und er wird nicht mehr wie ein Mensch behandelt und wenn er dann ab und zu mal ein paar nette Worte kriegt, wobei ich sagen muss, dass er auch von mir damit konfrontiert wird. Also ich sage ihm schon auch, was du da gemacht hast, das war falsch und das ist verachtenswert. Ja, man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr auf die Mitleidschiene kommt. Man muss es sachlich sehen. Ne? Man muss, ja, ja. Man ist Gegner der Todesstrafe. Man muss aber auch immer die Tat auch sehen, aber man darf das Menschliche natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Liebe Kerstin, ich wünsche dir für die Reise alles Gute. Und danke auch für dieses Dortsein, das ist wahrscheinlich auch alles ziemlich heavy, da in den Haftanstalten und wie man da behandelt wird vielleicht. Mhm. Vielleicht können wir irgendwann nochmal telefonieren, wenn du da warst. Das wäre sehr interessant, mal zu erfahren, was du da erlebt hast und wie auch die direkte Begegnung dann war. Alles klar. Ja, so machen wir's. Schönen Abend. Alles Gute, tschüss. Christel, 68 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Christel. Ich rufe an, es geht um das Thema von gestern. Ja. Ich habe was verloren. Ja. Und zwar habe ich meinen Wunschtraum in späten Jahren erfüllen können. Ich habe Jahrzehnte gespart auf einen Brillantring. Auf einen Brillantring. Einen Brillantring. Hey. Das war also ein Traum, den ich wusste, irgendwann kann ich mir den erfüllen. Es war dann soweit. Oh, da piepst was. Natürlich hörst Jahre du das? Vergangen. Da piepst was, hörst du das? Ja, meine Akkus sind wahrscheinlich nicht mehr ganz voll. Ich beeile mich, damit wir noch zu Ende reden können. Ja. So, und nun habe ich dann... Wie wertvoll, wie teuer war der Ring? Es hat wirklich Jahre gedauert. Ja. Und ganz stolz für Oscar, ich hatte das Gefühl, alle Leute guckten mich an, also wie gesagt, super stolz. Christel, wie teuer war er? So
Soll ich das sagen? Bitte, ja. Also fast 10.000 Mark. 10.000 Mark? Ja. Wow. Das war damals für mich ein Vermögen. Naja, glaube ich. Das war ein Vermögen. Ja. So, und dann habe ich eine Messe besucht und irgendwann muss man mal zur Toilette, was mir natürlich auch passierte. Mhm. Und ich habe den Ring vom Finger abgezogen und habe den zwischen die Zähne gesteckt, um mir nicht beim Anziehen, also Strumpfhose hochziehen, die Strumpfhose kaputt zu machen. Ja. Und beim Abziehen fällt mir der Ring in die Toilette rein. In die Toilette? Ja. Und da konnte man nicht reingreifen mehr irgendwie? Ja, es war schon bereits, das Wasser kam. Ach so. Und diese Toiletten, die haben ja nicht den Siphon wie von früheren Jahren, sondern der geht direkt nach unten rein. Ja, ja. Und ich bin noch schnell mit der Hand hinterher, aber es war auch nur ein kleines Geschäft gewesen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass sich vielleicht der Ring in dem Toilettenpapier noch verfangen hat. Mhm, aber da war die Sache futsch. Ach du lieber. 10.000 Mark Ring. Mein landete sprichwörtlich in der Kläranlage irgendwo. Ja, in die Kloake. Und nicht, man konnte nichts unternehmen, ne? Doch, ich habe dann von der Messeleitung habe ich dann einen Installateur kommen lassen. Ja. Und der hat dann die Toilette abgebaut, weil ich angenommen habe, der hat sich noch so ein bisschen vielleicht im Rohr verfangen. Ja, ja. Aber dem war nicht so. Kann man da nicht so zu den Klärwerken sich wenden? Man hat mir gesagt, also eine Amerikanerin, der ist das im Jahr davor auch passiert, die hatte auch einen sehr wertvollen Ring verloren. Und den hat man tatsächlich nachher in irgendeinem Netz, was naja. Von dem gesamten Zufluss der Kanalisation, der muss sich da gefunden haben. Ne? Aber deine ist nicht wiedergefunden worden? Nein. Mann. Aber das ganz Tolle war dann, ich kam also nach Hause und war natürlich aufgelöst. Ich war also fast gar nicht mehr ansprechbar und ich erzählte das meiner Mutter dann und die sagte, mein Gott, Kind, hör mal, es ist doch so schön, du bist heil nach Hause gekommen, du hast keinen Unfall gehabt, du lebst. Stimmt. Du könntest tot sein, du könntest im Rollstuhl sitzen. Und alles, was man mit Geld wieder kaufen kann, das ist nicht schlimm. Ja, kluge Aussage. Und das hat mich bis jetzt mein ganzes Leben lang begleitet. Richtige Aussage. Also alles, was man mit Geld wieder kaufen kann, ist kein Verlust. Absolut. Verlust ist für mich immer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ja, das ja. ist ein Verlust. Christel, bevor die Leitung jetzt ganz wegbricht oder dein Funktelefon wegbricht, eine Frage noch. Kann man sich gegen so etwas eigentlich versichern? Hast du dich da mal schlau gemacht? Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Ja. Kann man aber wahrscheinlich ich glaube, schon. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht möglich. Es könnte ja jeder sagen, ja, stimmt, mir ist jetzt da meine Cartier-Uhr in die Toilette gefallen oder so. Ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das möglich. Auf jeden Fall ist es eine tolle Reaktion deiner Mama gewesen auf diese Sache und die begleitet dich bis heute. Ich soll es nicht tragisch nehmen, ich wäre gesund und heil. Ja, genau. Alles andere wäre unwichtig. Schön, dass wir gesprochen haben, Christel. Ja. Alles Gute. Hat mich auch gefreut. Jetzt tankt dein Telefon auf. Ja, kommt sofort wieder auf die Station. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Karin, 50 Jahre. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ich freue mich ganz sehr, dich mal zu haben. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's? Ich finde es ganz toll. Domian, ich habe ein Problem. Und zwar lebe ich in einer quasi Dreierbeziehung. Mhm. Ich bin vor 5 Jahren von meinem Mann weggegangen, als wir 23 Jahre verheiratet waren, weil unsere Beziehung die letzten Jahre einfach schlecht war. Sie war so schlecht, dass alle im Hause Lebenden, das waren außer uns beiden noch unsere beiden Kinder, es eigentlich vermieden haben, zur Zeit nach Hause zu gehen. Jeder hat sich davor gefürchtet, heimzugehen. Obwohl, weil Streit war, oder was? Nein, ich denke, dass das Problem, Streit gab es nie. Es war, man hat sich ertragen gegenseitig. Und mein Mann ist ein ausgesprochen harmoniesüchtiger Mensch. Und warum wollten die nicht nach Hause gehen dann? Wer? Warum wollten die nicht nach Hause gehen? Ja, weil die Stimmung einfach traurig war, trist. Ja. Man merkte, alle litten. Ja. Es wurde nicht ausgesprochen, weil das so ein Gebot bei uns zu Hause war, Harmonie muss sein. Verstehe. Aber dennoch hast du dich jetzt vor 5 Jahren getrennt von dem Mann. Ich habe mich vor 5 Jahren getrennt. Und hängst jetzt irgendwie in einer Dreierbeziehung? Ja, erklär mal.
ich habe vor 5 Jahren eigentlich jemanden gesucht, um da rauszukommen. Ich habe wie eine Geisteskranke nachts im Internet gehangen, habe gechattet und habe dann tatsächlich jemanden gefunden. Und das ist dieser Dritte in der Beziehung, der mir in vielen, wo ich mich mit dem ich reden konnte über meine Probleme, der mich auch gezwungen hat, jetzt sag doch mal, warum ist das so, wie es ist? Wo ich auch anfing, einfach intensiv über mich, über meine Beziehung nachzudenken. Ja. Aber also, du hast jetzt, sagst du, im Moment hängst du in einer Dreierbeziehung. Ja. Wer sind die anderen beiden? Meine beiden Männer wissen voneinander. Moment. Das heißt, welche beiden Männer? Ich meine, du bist getrennt von deinem Mann. Ja, ich lebe getrennt von meinem Mann. Ja? Ich bin damals weggegangen, A, weil ich die Situation nicht mehr ertragen habe und B, weil ich diesen neuen Mann getroffen hatte. Ja. Und ich wollte einfach klare Verhältnisse haben. Aber dennoch hast du wieder Kontakt zu deinem Mann. Ja, ich hatte mich eigentlich für meinen Freund entschieden, aber im Laufe der Zeit ist es so gekommen, dass ich jetzt wieder eine sehr, sehr intensive Beziehung zu meinem Mann habe. Ja. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe ihn noch nie so geliebt, wie ich ihn jetzt liebe. Aber ihr wohnt nicht mehr zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Wir verbringen aber im Prinzip jede freie Minute zusammen, jedes Wochenende, wir fahren gemeinsam weg, wir genießen so bewusst unsere Zeit. Aber dennoch gibt es dann diesen anderen Mann auch noch von früher, den du im Internet kennengelernt hast. Richtig. Und das geht auch seit 5 Jahren so. Den gibt es und da ist natürlich ein Problem, der wohnt 500 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Wir sehen uns sehr, sehr selten und das Seltene, was wir uns früher gesehen haben, so circa 1-2 Mal im Monat, das habe ich schon auf völlige Sparflamme gedreht. Sag mal, Karin, wenn du sagst, das läuft jetzt mit meinem Ex-Mann wieder so gut und wir lieben uns eigentlich mehr als vielleicht früher, warum hast du denn überhaupt dann noch den Kontakt zu diesem anderen Mann? Das ist das Problem. Dieser andere Mann bedeutet mir als Mensch so sehr viel. Er war für mich in einer Zeit, wo ich keinen Ausweg wusste, ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber. Mhm. Und er ist so ein wertvoller und wunderbarer Mensch. Wäre es denn nicht möglich, dann das Ganze auf eine gute Freundschaftsebene zu heben, als denn auf eine Partnerschaftsebene? Ja, das scheint mir so schwierig. Mhm. Natürlich möchte ich das gerne, dass ich sage, komm, lass uns Freunde bleiben. Wäre dein Wunsch? Und ich denke, seiner auch. Aber da ist irgendwo was, da ist noch ganz viel. Ich bin gestern nach Hause gekommen mit Schüttelfrost, bin krank gewesen, liegt zu Hause ein Paket mit Süßigkeiten, einfach so ein Plüschtier dazu, als wenn er es geahnt hätte, dass es mir schlecht geht. Ja. Also er wohnt ganz weit weg von dir. Er wohnt ganz weit weg. Ihr seht euch sehr selten mittlerweile. Ja, und ich will es auch nicht. Ich fahre nicht hin und sage, nee, komm nicht her, weil ich denke, du musst dich jetzt entscheiden, es muss ein klares Verhältnis sein, aber ich leide darunter. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Im Oktober letzten Jahres oder im November. Gab es da auch erotische Berührungen? Nein, wir haben, als wir uns kennenlernten, eine unglaublich wunderbare erotische Beziehung gehabt. Die war ganz toll. Und die letzten 2 Mal, als wir uns gesehen haben, ist sexuell gar nichts mehr gelaufen. Wie steht denn dein Ex-Mann zu diesem Verhältnis? Wir sind noch verheiratet. Ah, ihr seid noch verheiratet? Er akzeptiert es völlig und er akzeptiert es auch, wenn wir eine erotische Beziehung haben. Mhm. Und mein Freund akzeptiert es auch, dass ich mit meinem Mann eine erotische Beziehung habe. Hat dein Freund auch eine Frau oder Freundin? Nein, der ist überzeugter Single. Mhm. Mhm. Und beide Männer können völlig miteinander umgehen. Das ist ja eigentlich, wo liegt dann das Problem denn? Bei mir. Ja, aber warum? Bei mir, weil ich immer mit einem schlechten Gewissen herumlaufe. Ich freue mich über die Beziehung mit meinem Mann. Und wie gesagt, ich liebe ihn ganz, ganz ehrlich. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen meinem Freund gegenüber, weil ich weiß, er ist alleine, es geht ihm schlecht. Und umgekehrt hast du auch ein schlechtes Gewissen, wenn du mit deinem Freund deinem Mann gegenüber dann. Mhm. Ja, genauso. Mhm. Genauso. Obwohl. Aber das ist ja wieder so ein Punkt, Karin, wo man schon... man ist ja oft im Leben irgendwie in so einer Situation, wo man eine Entscheidung fällen muss. Ja. Eine Entscheidung, die unter Umständen auch Schmerzen bereitet einem Menschen. Ja. Aber es letztendlich sinnvoll ist und gut für die eigene Haltung, für die klare Linie, wenn man das denn tut, so quälst du dich, so quälst du vermutlich auch etwas deinen Freund, der weit weg wohnt. Ja.
Dein Mann vielleicht am wenigsten, weil der hat ja am meisten von dir und dem betrifft es ja nicht so sehr. Jetzt frage ich nochmal, wenn das eh schon so entfernt ist, das heißt, ihr seht euch nicht sehr oft, es passiert erotisch kaum was oder gar nichts mehr. Was wäre denn so schlimm, wenn du ihm sagst, pass auf, ich schätze und respektiere dich unglaublich. Ich liebe dich auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber lass uns ein klares Verhältnis schaffen. Wir sind kein Paar, wir haben keine Beziehung im klassischen Sinne. Wir sind richtig gute, enge Freunde. Da ist mein Mann mit einverstanden. Ich habe für mich eine klare Linie. Warum sagst du das nicht? Ja, ich denke... Ja. Du sollst dich ja nicht von ihm trennen. Du sollst ja weiter für ihn da sein. Er kann ja dein bester Freund werden. Ist er ja wahrscheinlich auch sowieso. Er ist es auch. Ja. Er ist es auch. Er ist mir so nah. Der Tag geht los mit dem Telefonklingeln. Er weckt mich jeden Tag. Mhm. Der Tag geht zu Ende, dass wir uns gute Nacht sagen. Natürlich, das läuft alles nur übers Telefon. Mhm. Er gehört so sehr in mein Leben hinein. Mhm. Weißt du, aber ich merke natürlich, ich bin gegangen, weil ich klare Verhältnisse wollte. Mhm. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sie immer noch nicht habe und ich sage, ich muss sie kriegen. Mhm. Das heißt also, mindestens zweimal am Tag telefoniert ihr miteinander? Mindestens, mhm. Ja. Das weiß dein Mann auch? Ja. Und das es ist auch oftmals so, dass mein Mann hier ist. Wie gesagt, wir besuchen uns jede freie Minute. Dann ist mein Mann da, dann ruft mein Freund an. Mhm. Dann, und da sagt er auch, das ist okay? Das ist okay. Ist ja Wahnsinn von deinem Mann. Ja. Ist ja wirklich Wahnsinn. Umgedreht das Gleiche. Also es ist völlig okay, wenn einer von beiden krank ist oder Sorgen hat, dann fragt der andere, wie geht's ihm denn? Mhm. Wie können wir denn das Problem lösen? Haben die sich schon mal kennengelernt? Die kennen sich, ja. Die kennen sich sogar. Mhm. Und das hat auch funktioniert, wenn die sich, wenn die miteinander... Nein, ich denke, es ist jetzt das Problem, ich bin vor 3 Wochen, habe ich 50. Geburtstag gehabt. Großer Geburtstag, großer Aufriss. Natürlich, beides gehören so sehr zu meinem Leben. Mhm. Aber die würden sich nicht an einen Tisch setzen. Mhm. Ja, ja. Das da ist dann geht doch, dann da nicht. Ist dann doch eine Barriere und eine Distanz. Ja, was ich verstehen kann, also das Karin, respektiere. Ich finde, dass du diesen Weg gehen musst, dass du deinem Freund gegenüber, da du so klare Aussagen über deinen Mann machst und das, was du zu deinem Freund sagst, auch ein bisschen so nach Mitleid klingt. Ja. Ja? Und Mitleid ist keine gute Grundlage für eine langfristige, solide Beziehung, finde ich. Sodass du einmal über den Schatten springen müsstest und vielleicht auch in Kauf nehmen musst, dass du ihm etwas wehtust. Ja, aber Domian, dazu kommt, er ist jetzt am 1. Januar arbeitslos geworden, nachdem er 24 Jahre als Buchhändler in einem Laden gearbeitet hat. Für ihn ist alles weggebrochen. Mhm. Aber Karin, es werden immer wieder neue Sachen kommen, wenn du es verzögerst. Dann wird er irgendwann krank sein oder dann passiert dieses und jenes. Du wirst immer einen Grund finden zu sagen, nee, ich kann es jetzt nicht, ich kann ihm das nicht antun. Und du tust ihm ja gar nicht so sehr viel an. Du sagst ja nicht, hier, ich will den Kontakt völlig abbrechen mit dir. Ja. Das ist ja nicht der Fall. Du willst einfach seine gute Freundin nur sein. Das ist ja das, was du ihm anbietest. Mhm. Und vermutlich wird er, vielleicht sagt er auch, komm, okay, dann ist alles klar. Mach es doch, versuch es, tu es. Domian, ich glaube, das war wichtig, was du mir gesagt hast. Weil du leidest da ja auch so sehr dran. Ja, es geht mir so, ich habe so den Eindruck, ich kann nicht mehr. Mm-hmm. Ich bin am Ende, obwohl alles, meine Freundin sagt, mein Gott, was willst du nur? Besser als du kann es niemand haben, beide akzeptieren es. Aber ich, es geht mir schlecht, ich schlafe nicht. Ich gehe morgens zur Arbeit, habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich wieder gegrübelt habe. Mm-hmm. Es kann so nicht mehr weitergehen. Also, tu was, Karin. Mhm. Ich wünsche alles Gute. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.50 Uhr und jetzt sage ich euch, das ist eine gute Zeit, finde ich, um euch nochmal das Thema für morgen zu sagen. Morgen heißt unser Thema XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch reden über ungelöste Verbrechen, ungelöste Kriminalfälle, die euch betreffen, die vielleicht in eurem direkten Umfeld passiert sind, die gerade passiert sind, also ganz frisch vielleicht nicht oder schon sehr lange zurückliegen. XY ungelöst heißt unser Thema morgen Nacht, heute Nacht Freitemennacht, machen wir jetzt weiter. Nämlich mit Diana. Und Diana ist 39 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Du hast aber eine tiefe Stimme. Ja, ich bin ja auch noch biologisch ein Mann. Hey, ich habe mir schon gedacht, irgendwie aus der Ecke wird's kommen. Ja, Diana. Aber dem tut das nicht irgendwie einen Abbruch oder so, dass ich eben halt mich als Frau empfinde, ne? Nein, absolut nicht. Nein. Was ist denn dein Thema? Ja, ich möchte darüber reden, dass
mein Selbstmordversuch 1985 zu meinen heftigsten Erlebnissen gehört, was ich in meinem Leben gehabt habe. Jetzt muss ich eben rechnen, 85, wie alt warst du da? 22. Warum hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Ja, ich habe in der Lehre Jesus kennengelernt. Also habe ich ja gesagt zu Jesus, waren drei Christen bei uns im Senat in Klingenthal. Mhm. Und ich meine, das war... Das klingt ja lustig, ich habe in der Lehre Jesus kennengelernt. Ich dachte, macht ihr jetzt auch eine Lehre oder... Nein, du hast das über jemanden kennengelernt, da waren Leute, die Christen sind und darüber hast du ein Ding... Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich sollte mir eine Gemeinde suchen in Schwerin, habe ich nicht gemacht, also wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Ja. Und war danach, also das Leben war irgendwie so eintönig, öde. Mhm. Also brachte nichts. Ja. Irgendwie, ne? Und dann hat man sehr viel getrunken und das war alles irgendwie nicht so das Wahre gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, was soll's, also weg. Und dann habe ich einen Kopfsprung in eine Treppe reingemacht. Wohin reingemacht? In eine Treppe. Ein Kopfsprung in eine Treppe? Ja. Also du bist irgendwie von oben, hoch oben in eine Treppe reingestürzt oder was? Ja. Wie hoch war das? Circa 70 oder 80 Stufen. Mhm. Schwer verletzt? Nee, nicht eine Schramme. Nicht eine Schramme? Gut nicht gefallen. Eine einzige Schramme, nee. Jetzt habe ich das aber mit dem Jesus nicht richtig kapiert. Den hast du aber hinterher erst dann für dein Leben entdeckt. Ja, wesentlich später, 1990. Ja, also du warst damals in einer großen Krise, Sinnkrise. Es hat überhaupt gar nicht irgendwie nichts irgendwie funktioniert, es hat nichts Spaß gemacht. Du hattest keine Perspektive und dann hast du das getan. Ja, ist richtig. Damals muss ich auch sagen, dazu jetzt hier habe ich schon ziemlich lange jetzt hier zu Hause die Kleider meiner Mutter angezogen. Mhm. Aber natürlich heimlich, ne? Und konnte auch mit niemandem sprechen darüber. Genau, also ich wollte jetzt auch gerade sagen, dieser Selbstmord, Selbsttötungsversuch hat sicher auch damit zu tun, dass du ein transsexueller Mensch bist. Ja, das wusste ich aber damals nicht. Nee, das war aber wahrscheinlich eine große Konfliktsituation in dir, bewusst oder unterbewusst? Offensichtlich unterbewusst. Ja. Ja. Richtig. Mhm. Aber was unwahrscheinlich heftig gewesen war, das war das Gefühl, was ich hatte, als ich unten angekommen war, am Ende der Treppe. Mhm. Da war ich wütend auf mich gewesen, wie ich so einen Schritt machen kann, mein Leben einfach so wegzuschmeißen. Mhm. Also das war, als ob jemand mit mir redet oder besser gesagt in mir, ich selber, also der andere Teil von mir mit mir so redet jetzt hier, wie kannst du so ein Arschloch sein? Immerhin, sofort hast du das schon empfunden, als du aufgeschlagen bist quasi. Ja, sofort, als ich unten war. Und das war sehr, sehr heftig gewesen. Also, ja. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, warum du angerufen hast. Ja, ich möchte mich mitteilen, weil ich bin ein glücklicher Vater. Und ich meine, auch wenn ich Diana Dana heiße und ich meine, ich bin ja eine Frau, ja, ne, bleibe ich trotzdem der Vater meiner Kinder. Ja. Und wir haben wirklich... Moment, das heißt, du warst mal verheiratet und hast auch Kinder. Ich bin noch verheiratet, ja. Und wie viele Kinder hast du? Vier Töchter. Vier Töchter? Wow. Ja. Im Alter von bis? Von 11 bis 15. Von 11 bis 15. Hey, das ging aber schnell, hintereinander. Ja. Yeah. Mann. So, jetzt heißt du Diana. Bist du denn vom Körper her noch ein Mann oder bist du ein operierter Mensch? Nein, ich bin noch nicht operiert. Du bist noch nicht operiert. Also du bist vom Körper her ein Mann, aber nicht mehr sehr erkennbar als Mann. Nicht sonderlich. Man muss dich schon ganz nackig ausziehen, um das zu erkennen. Ja, also nicht allzu sonderlich. Hm. Du bist noch verheiratet. Wie geht denn deine Frau mit der Situation um, dass du auch eine Frau jetzt bist oder vielleicht sogar bald ganz gänzlich sein wirst? Na, als ich meine Frau 1988 lieben gelernt habe, da habe ich ihr gleich gesagt, dass ich gerne Frauensachen anziehe. Und ja, für sie war das normal gewesen. Ja, das ist aber auch erstaunlich. Da ist sie ganz locker mit umgegangen. Ja, damit ist sie ganz normal, also richtig locker umgegangen damit. Und die Sexualität hat offensichtlich auch gut geklappt bei euch. Ja. Ja. Hat es denn auch Spaß gemacht oder war es für dich eher so eine Pflichtübung? Nö, es hat, also am Anfang, muss ich dazu sagen, meine Frau war der erste sexuelle Kontakt, den ich gehabt habe. Mhm. Und es hat natürlich Spaß gemacht. Also es war schon richtig gut. Ja. Aber es hat sich später nachher irgendwie so verlaufen. Meine Frau wollte 4-5 Mal die Woche und bei mir war bei 2 Mal Schluss. Lebt ihr denn im Moment auch noch in einer Wohnung zusammen? Nein, ich bin im August ausgezogen. Ach so. Mhm. Aber der Kontakt ist eng und der freundschaftlich? Ist eng, ja. Zur Familie, täglich sehen wir uns. Und was sagen denn die Töchter dazu, dass der Papa jetzt eine Mama geworden ist?
Ja, die sind damit aufgewachsen, dass ich in Frauenkleidern, also dass ich immer Frauenkleider zu Hause angezogen habe. Die kennen das, ja. Sind die denn so von anderen Kindern gehänselt worden? Da stimmt was nicht bei euch zu Hause, da dein Alter läuft mit Weiberklamotten rum oder irgend sowas, wie Kinder so sind? Ja, das gab's schon, aber die können damit so souverän umgehen, das ist wirklich wunderbar, weil das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Ja. Für sie und genauso gehen sie auch damit um. So, und die lieben wenn er es nicht versteht, der ist selber schuld. Ja. Und die lieben Verwandten, wie gehen die um damit? Da gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel. Also meine Mutter, mein Onkel, meine Oma, die sind alle gestorben. Ach so. Aber meine Tante, die hat mir gleich gesagt, oh, ob du nun hier in Hose oder Rock ankommst, das ist mir wurscht. Ehrlich? Ja. Das ist aber schon erstaunlich. Ich glaube, dass die meisten sich ja doch erstmal umgehauen, ne, wenn so etwas geschieht. Planst du eine Operation? Ja, die will ich, ja. Wann? Richtig. Wann? Na, kann ich nicht sagen. Ich muss am 20. nochmal zu meinem zweiten Gutachter. Ja. Das zweite Gutachten zur Namensänderung. Ja. Und wenn das denn, ich hoffe, dass es der letzte Besuch ist da. Wenn das dann durch ist, dann werde ich 4 bis 6 Wochen später wahrscheinlich die Namensänderung in der Hand halten. Was ist denn, Diana, dein Lebenskonzept oder deine Vorstellung für das weitere Leben? Möchtest du gerne mal da mit einem Mann zusammenleben irgendwann? Also vorerst nicht, aber... Oder bist du dann eine lesbische Frau? Nicht unbedingt, nee. Also kannst du dir dann auch eine erotische Beziehung mit einem Mann dann vorstellen? Ja, mit beiden sogar, Mann und Frau. Mhm, ja. Und das Verhältnis zu deiner Frau würde dann weiterlaufen auf so einer guten freundschaftlichen Basis? Ja, so wie es jetzt ist. Wir sind wirklich gute Freunde. Also wir sehen uns fast täglich, knuddeln miteinander, genauso mit den Kindern. Also es ist... Dazu kommt jetzt noch, dass ich eine Arbeit gefunden habe als Bau- und Empfangsdame. Aha. Auch kein Problem? Also, nein. Also es klingt ja wirklich toll. Ich habe mit sehr vielen transsexuellen Menschen schon gesprochen und habe üble Dinge schon erzählt bekommen, wie schwer sie es haben im Leben und wie kompliziert alles ist. Ja, ich würde dich gerne am Schluss, wir sind gleich am Ende der Sendung, noch was fragen. Du hast gerade erzählt, dass du auch zum Glauben gefunden hast. Ja. Damals. Bist du auch engagiert in einer Kirche? Ja, in der Christusgemeinde in Berlin-Hohenschönhausen. Ja, wie gehen denn da die Leute damit um, dass du nicht so ganz normal bist, was man so unter normal versteht? Mein Pastor, also wollte mich zu so einer, ich sag dazu Gehirnwäsche, also ja. so wie das, sollte über mehr als ein Jahr gehen und dann jede Woche ein oder zwei Mal, also ich kann das nicht irgendwie anders empfinden, aber... Also der Pastor war nicht so... Und auch die anderen Leute jetzt hier, für die ist es normal. Ja, wer eben halt so ist, der ist halt so. Ja. Und du gehst auch ganz normal, nimmst am Gemeindeleben teil und gehst auch in Gottesdienst und so und das akzeptieren die Leute. Ja, die Berliner sind tolerant, ne? Also wahrscheinlich... Ja, nein, im Ernst, es wäre wahrscheinlich für dich viel schwieriger gewesen, wenn du irgendwo in der Provinz dich hättest entwickeln müssen, als wenn du in der Metropole bist. Und, bestimmt. Ja. Bestimmt, ja. Ja, ist doch eigentlich eine gute Geschichte, ne? Eine positive Geschichte. Ja, ist doch richtig so. Sehr lange. Ja, dann wünsche ich alles Gute für alles, was jetzt noch ansteht für dich. Ja, danke. Und schöne Grüße nach Berlin. Okay. Tschüss, Diana. Auch dich grüße ich. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema, wie gesagt, XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch reden über ungelöste Kriminalfälle, ungelöste Verbrechen aus eurem Leben, aus eurem direkten Umfeld. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer. Um 1 sind wir da. Das heißt hier im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.